Hallihallo, liebe Radsportfreunde, und herzlich willkommen zu unseren heutigen Highlights der ersten Etappe hier bei der 5. UAE Tour. Diese Rundfahrt ist bereits der 3. Stopp im Rahmen der World Tour der Männer in diesem Jahr. Los ging es ja bereits im Januar mit der Tour d'Ananda. Und jetzt freuen wir uns hier auf 7 Etappen. 4 davon dürften etwas sein für die Sprinter, denn sie sind flach. 2 Bergankünfte haben wir im Programm und dann gibt es morgen auch noch einen Mannschaftszeitfahren. Heute geht's erstmal los mit 151 flachen Kilometern kreuz und quer durch die Wüste und wir sehen schon die Flaggen am Start, die flattern ganz ordentlich und das bedeutet, Wind ist der absolut entscheidende Faktor heute und der kam dann auch direkt vom Start weg von der Seite. Das wirklich gut besetzte Fahrerfeld mit unter anderem dem Weltmeister Remco Evenepoel, aber auch mit Weltklasse-Sprintern wie Phil Bauhaus, Elia Viviani oder auch Olaf Koy und Sam Bennett. Das flog dann in 1000 Teile und es etablierten sich vorne 2 Gruppen, die dann aber auch nochmal auseinanderflogen und einen Abstand von ungefähr 50 Sekunden aufwiesen. Das Feld lag zu diesem Zeitpunkt schon weit zurück und es gab dann da vorne erst einmal 2 Zwischensprints und bei diesen war dann hier am Beispiel des 2. Sprints Luke Plepp der erfolgreichste. Der holte sich insgesamt 8 Punkte und wird dann morgen auch das schwarze Trikot des besten Mannes in der Zwischensprintwertung tragen. 51 Kilometer vor dem Ziel rollten dann die ersten beiden Gruppen wieder zusammen. Das Feld lag zu diesem Zeitpunkt ungefähr 5 Minuten zurück und man dachte schon, das wäre so etwas wie eine Vorentscheidung gefallen. Aber die erste Gruppe nahm dann nochmal ordentlich Tempo raus. Wir sehen ja auch Mark Cavendish, der war ebenfalls in dieser Gruppe mit dabei. Der stimmte sich nochmal mit seinen Teamkollegen ab und jetzt sehen wir es schon, der Rückstand für das Feld, der wurde dann immer kleiner. 36 Kilometer vor dem Ziel lag er noch bei 2,20 und wenig später dann in Richtung der 30 Kilometer Marke, da war er schon fast auf 1 Minute geschmolzen und das gefiel dann natürlich wiederum nicht allen in dieser ersten Gruppe und es ging noch einmal so richtig die Post ab. Eine weitere Gruppe löste sich aus der ersten Gruppe nach vorne, das Feld war jetzt nur noch 30 Sekunden dahinter, aber diese erste Gruppe, die war wirklich richtig stark besetzt, unter anderem mit Remco Evenepoel, aber auch mit Peyo Bilbao, mit Phil Bauhaus, mit Mark Cavendish, mit Caleb Ewan oder auch mit Olaf Koy und Tim Merlier. Die Gruppe vorne arbeitete wirklich gut zusammen, der Vorsprung wurde immer größer. Jetzt gehen wir hier auf die letzte Runde, die heute noch gefahren werden musste. Das waren noch einmal 18,4 Kilometer. Ja, und das Feld, das war jetzt schon dabei, an die zweite Gruppe aufzuschließen. Ungefähr 15 Kilometer vor dem Ende passierte das dann auch. Wir haben also eine Gruppe vorne und direkt dahinter dann das große Feld, das vielleicht nochmal die Chance hat heranzukommen. Aber da musste man jetzt wirklich schon richtig Gas geben und sehr gut zusammenarbeiten. Sie sollten dann wirklich nicht mehr herankommen. Wir sind jetzt schon 2,8 Kilometer vor dem Ziel. Der Vorsprung für die Gruppe da vorne immer noch bei über 1 Minute. Ja, und vielleicht wird das ja heute was für Mark Cavendish mit seinem ersten Saisonsieg. Er ist ja jetzt neu beim Team Astana unterwegs. Aber zunächst mal setzte sich Remco Evenepoel einmal mehr nach vorne und versucht hier eine Lücke zu reißen. Man reagierte aber gut in dieser Gruppe und dann rollte auf dem letzten Kilometer in dieser Gruppe noch einmal alles zusammen. Der Sieger dieser Etappe kommt also aus dieser ersten Gruppe und die große Frage war dann nun, welcher Mann hat hier noch die besten Beine und kann im Sprint ganz vorne landen? Bert van Lemberger eröffnet erstmal diesen Sprint und hat auch schon seinen Top-Sprinter Tim Merlier am Hinterrad, aber dahinter sehen wir auch schon direkt The Pocket Rocket, den kleinen Australier Caleb Ewan und auch Phil Bauhaus hängt auch noch am Hinterrad, Mark Cavendish sprintet ebenfalls noch mit, dann kommt noch Olaf Koy in der Mitte, aber am Ende, da ist es ganz, ganz knapp zwischen Tim Merlier und Caleb Ewan, man kann es mit dem bloßen Auge nicht wirklich erkennen und auch die Kampfrichter heute hatten ja wirklich ein richtig schweres Los, aber das gucken wir uns gleich noch an. Caleb Ewan jubelte erst einmal, wollte damit natürlich ein bisschen Selbstvertrauen ausstrahlen. Jetzt sehen wir noch den Sprint des Feldes. Da ist dann noch einmal Sam Bennett der Schnellste, aber der sprintet hier wirklich nur um die Ehrenplätze. Jetzt geht es darum, wer hat denn nun diese Etappe gewonnen? Wir gucken uns das Ganze erst noch mal von oben an. Tim Merlier ist schon vorne, Caleb Ewan kommt jetzt nochmal aus dem Windschatten, versucht dann nochmal aufzuschließen, Olaf Koy und Mark Cavendish haben keine Chance, jetzt kommt gleich die Ziellinie, beide machen nochmal einen schönen Tigersprung, sie sind wirklich direkt nebeneinander, ja und wenn wir das jetzt hier von oben bzw. von schräg oben sehen, man kann es mit dem bloßen Auge nicht so richtig erkennen, wer gewonnen hat und dann ging es los, das große Rätselraten. Caleb Ewan hatte schon gejubelt, jetzt ist es Tim Merlier, der hier nochmal jubelt, aber die Entscheidung, die war immer noch nicht gefallen. Beide wurden dann nochmal geholt und stellten sich vor einen Fernseher. Sie konnten es beide auch nicht wirklich sagen. Am Ende war Tim Merlier der Schnellste, er gewinnt vor Caleb Ewan und Mark Cavendish, dann Koy, Arndt, Bauhaus und Luke Plepp auf dem nächsten Platz. Damit ist also der 30-jährige Belgier Tim Merlier, der belgische Meister, der erste Gesamtführende in dieser Rundfahrt. Der ist übrigens auch vor wenigen Tagen erst Papa geworden, insofern doppelten herzlichen Glückwunsch. Es ist bereits sein 2. Saisonsieg in diesem Jahr. Er gewann bereits die erste Etappe bei der Tour of Oman und morgen geht er dann also im Leader-Trikot an den Start. Allerdings morgen dann, wie schon gesagt, das Teamzeitfahren, da werden dann alle Karten noch einmal neu gemischt.
Wir werden uns auf jeden Fall wieder melden. Wir sind gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Die Rundfahrt ist gut besetzt und es bleibt damit sehr, sehr spannend.